McPherson zurück auf dem Eis, Bremerhaven wieder zu 5 und das Überzahlspiel ist verpufft. Aber wir schauen auf den Angriff, den nächsten der Füchse mit Terrazuk, treibt die Scheibe nach vorne, in die Mitte gepasst zu Vostrak. Der wird allerdings hart attackiert dort von einem Bremerhavener, von Viktor Beck. Und dann können sich die Fischtown Pinguins erst einmal lösen und können ihrerseits wieder den nächsten Angriff fahren. Über die rechte Seite, über Jan Kopetzky, aber der scheitert erst einmal im Zweikampf mit einem Weißwasseraner, kommt da nicht vorbei. Auf der rechten Seite scheitert an Jean Fischer, dem Elfer im Dress der Lausitzer Füchse. Nächster Aufbauversuch für die Füchse aus dem eigenen Drittel. Dann über die rechte Seite, da ist Fischer angespielt. Diesmal in Rechtsaußenposition, entwickelt sich ein 2-1. Angriff aus dem Tor! Ausgleich! Ausgleich! Fischer macht das Tor! Täuschte erst einmal einen Querpass an, aber den macht er nicht, sondern er macht es alleine. Und erzielt hier den Ausgleichstreffer in der 23. Minute zum 1:1. Und wieder jetzt ein Konter in Überzahl für die Pinguins. Brandon Cook, der Topscorer der Pinguins, der Goldhelmträger, am langen Pfosten schießt er erst einmal vorbei. Die Füchse müssen sich jetzt wieder neu sortieren und kommen dort. Pfostenschuss, Richard Müller, der steht auf der rechten Seite völlig frei, der macht es klimmlalabim, aber der Puck ist nicht drin. 1:21 vor Ende des zweiten Drittels, sonst hat man Überzahl, kann vielleicht in dieser wichtigen Phase des Matches den Ausgleich erzielen. So, Spiel läuft, 5-3. Da ist erst einmal Kjærgaard angespielt, Klenner an der blauen Linie, nach links herausgelegt. Jetzt müssen sie natürlich spielen, die Scheibe laufen lassen. Kjærgaard schießt, Tor! Da ist er drin! Ausgleich! Kjærgaard halb hoch in der 39. Minute zum 2:2. Nach links herausgelegt, jetzt müssen sie natürlich spielen, die Scheibe laufen lassen. Kjærgaard schießt, Tor! Da ist er drin! Andrew McPherson für die Fischtown Pinguins, liegt auf die linke Seite zu Jan Kopetzky. Scheibe ist hinter dem Tor von Jonathan Boateng. Die Bremerhavener versuchen noch einmal Druck zu machen über die linke Seite. Kopetzky passt in die Mitte. Da kommt Bombes von der Bank gewechselt und der versucht dort Jonathan Boateng auszutanzen. Über die linke Seite. Kopetzky passt in die Mitte. Da kommt Bombes von der Bank gewechselt und der versucht für die Füchse. Matt Knight versucht durchzulaufen über die linke Seite. Da läuft noch jemand mit. Das ist Lenig. Wird auch angespielt. Der kann die Scheibe aber nicht kontrollieren an seinem Schläger, sie springt weg und die Bremerhavener sind dazwischen. Kommen mit Patrick Beck. Kurze Ablage zu Ralf Rinke. Mal nicht. Müssen dann noch einmal den zweiten Versuch nachsetzen mit Sergej Stas. Über die linke Seite hält die Scheibe dann zu Viktor Beck gespielt. Cook ist auch noch mit dabei, aber dann sind die Weißwasseraner ein bisschen schneller. Können die Scheibe im eigenen Drittel kontrollieren und versuchen sie herauszubringen. Terrazuk steht da auf der linken Seite, aber Viktor Beck, der schirmt die Scheibe sehr gut ab. Immer noch die Fischtown Pinguins von der rechten Seite. Dann kommt so ein Krüppelschuss, würde ich mal sagen, halb abgefälscht. Und Brandon Cook setzt nochmal nach, steht am kurzen Pfosten ungedeckt. Aufpassen da, den Cook darf man nicht aus den Augen lassen. Kurze Ablage, die Bremer Hafner machen riesen Betriebsstart. Sergej Stas aus der Drehung. Riesenreflex dort von Boateng. Und jetzt gibt es eine Unterzahlsituation gegen Weißwasser. Legt quer zu Kopetzky. Der in die Außenposition zu Mark Kosik. Sie suchen die. Nee, da ist es. Die suchen die Lücke. Jetzt Kopetzky hat gespielt. Ausnetz. Da jubeln schon einige Fans. Aber das war das Ausnetz nach diesem Schuss von Jan Kopetzky. Immer noch die Fischtown Pinguins und Daumen drücken, wenn man Fan der Lausitzer Füchse ist. 2:2 der Spielstand. Noch 40 Sekunden. 3:5. Die Bremerhavener spielen die Füchse aus. Versuchen sie zumindest, dann kommt ein Schussversuch von Dustin Friesen hoch über den Kasten und jetzt gibt es die Befreiung für die Füchse. Vostrak bringt den Puck heraus, vielleicht sogar eine Kontermöglichkeit bei 3:5. Steven Terrazuk ist da mitgelaufen, aber nein, lässt die Scheibe dann liegen im Drittel der Bremerhavener und die Pinguins greifen noch einmal an. 23 Sekunden noch, 3:5. Brandon Cook für die Fischtown Pinguins, legt auf die linke Seite, da suchen die Lücke und Direktabnahme im Slot, da war Andrew McPherson auf dem Eis, aber der kriegt die Scheibe nicht unter Kontrolle. Ist zurück auf dem Eis, es geht weiter mit 5:5, fällt
Spiel an. Spielstand nach wie vor 2:2 und die Pinguins kommen über Jan Kopetzky über die rechte Seite. Sucht die Lücke, findet sie nicht, läuft dann hinter den Kasten von Mutteng. Immer noch Jan Kopetzky, trennt sich da nicht vom Puck, öffnet jetzt das Spiel auf Dustin Friesen. Der Verteidiger schießt Tor! Tor für die Fischtown Pinguins, Dustin Friesen. Und das ist ja immer dieses psychologische Moment, da ist man wieder komplett, verliert ein bisschen die Konzentration. Wo es doch so gut aussah, Dustin Friesen, vielleicht auch noch leicht abgefälscht, der Verteidiger. Flach überwindet er Jonathan Mutteng und die Fischtown Pinguins führen mit 3:2 in der 47. Minute. Wir rufen das Studio. Christian Klenner raus für 2 Minuten. Das heißt, die Fischtown Pinguins können jetzt mit einem Mann mehr hier agieren. Schauen wir mal, ob sie das auch in ein Tor ummünzen können. Kommen über die rechte Seite mit dem Björn Bombis. Der ist aufgedreht, weil er heute gegen seinen Ex-Club spielen kann. Auf die linke Seite gelegt zu Marian Delda. Zieht vor das Tor und dann ist der Puck drin. Und wer ist der Torschütze? Bombis. Gerade eben haben wir ihn erwähnt und dann steht er am langen Pfosten goldrichtig. Macht das 4:2 für die Fischtown Pinguins. Björn Bombis in der 56. Minute in Überzahl. Klenner saß draußen. Und das ist natürlich, ich hoffe nicht der Genickbruch für die Lausitzer Füchse, aber jetzt wird sicherlich heikel, hier noch einmal zurückzukommen. 4:2. Bleibt drin, auch wenn er jetzt Blickkontakt hat mit der Bank. Aufbauspiel der Füchse. Kommt über die linke Seite. Scheibe tief gespielt. Aber abseits. Und jetzt gibt es einen Fight. Oh, jetzt gibt es einen Fight. Mein Gott. Wer will sich denn da jetzt für Marvin Mietke gegen Jean Fischer. Haben die Handschuhe aus. Und Mietke. Und da rutscht er aus. Und da fliegen die Fäuste. Jean Fischer haut den Mietke aber richtig links und rechts ein ins Gesicht. Punktsieger Jean Fischer. Oder haben sich zwei gesucht und gefunden. Meine Güte. Faustschlag-Duell kurz vor dem Ende. Marvin Mietke gegen Jean Fischer. Die beiden haben sich da gefunden. Weiß nicht, ob da irgendwo mal eine Vorgeschichte war. 51 Sekunden vor dem Ende. Und ich glaube, Punktsieger, ganz klar Jean Fischer. Der hat dem Marvin Mietke, glaube ich, 2 Rechte mitten ins Gesicht gesetzt. Ich möchte nachher mal die Augen sehen von Marvin Mietke. Die dürften blau sein. Und jetzt skandieren hier die Zuschauer. Scheiß Verlierer nach dem Motto, ihr Füchse, was habt ihr hier nur gemacht? Ich weiß nicht, was da angebrannt ist, was letztendlich dazu geführt hat, dass es hier diese Prügelei gegeben hat. Völlig überflüssig, 51 Sekunden vor dem Ende. Auf einmal flogen die Handschuhe und die